Moin und willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal die zweite Generation des DJI Osmo Mobiles aus. Die erste Generation habe ich ja schon im Test gehabt und war mehr als begeistert. Wie es bei der zweiten ist, weiß ich noch nicht, aber was ihr gleich wissen werdet, was im Lieferumfang ist und wie meine ersten Eindrücke sind. Also viel Spaß! Anfangs gehen dann erstmal noch Grüße raus an die TechKids, die mir dieses Teil freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Ich habe ja bereits den Osmo Mobile 1 getestet, in den ich auch sofort verliebt war, weil einfach diese Kamerafahrten, auch gerade vom iPhone SE, das ja die Kamera vom iPhone 6S hat, auch 4K kann, extrem nice aussehen. Also gerade ich liebe ja so Ronin und diese ganzen Seiyun Kamera-Gimbals und so weiter, finde ich extrem cool. Und dass DJI jetzt einen Mobile 2 rausgehauen hat, der sogar günstiger als der DJI Mobile 1 ist, was mich total wundert, ich kann euch nicht sagen warum, weil der hier persönlich für mich, dann jetzt auch hochkant zu filmen oder eben auch das Smartphone über den Osmo aufzuladen, was eben der alte Osmo nicht hatte und dass der dann trotzdem noch teurer ist, verstehe ich nicht ganz. Aber heute soll es wie gesagt um den Osmo Mobile 2 gehen. Auf der Vorderseite sehen wir hier erstmal DJI, also das DJI-Logo kennen wir ja von allen möglichen Sachen, von der Spark, von der Phantom, von der Inspire oder auch von den Ronins und so weiter. Dann Osmo Mobile 2, dann haben wir hier einmal das Osmo-Gerät, also hier einmal der Gimbal, hier dann ein Smartphone, was für mich unerkenntlich ist, also es ist kein iPhone, ist auch kein Samsung, das hier oben sieht so ein bisschen aus wie ein iPhone, das hier unten wieder so wie die BBQ, ich habe keine Ahnung, welches Smartphone es ist, wahrscheinlich wollten die da einfach keine Werbung machen. Hier an der Oberseite ist nochmal so Osmo Mobile 2 eingraviert und hier auf der eigentlichen Vorderseite finden wir das neueste Feature vom Osmo Mobile 2 und zwar ist auch hochkant zu filmen. Finde ich persönlich für Livestreams oder gerade auch Instagram Stories extrem nice, also da gehen auf jeden Fall Props an DJI raus, dass man jetzt auch den Osmo hochkant benutzen kann. Sehr cool. Hier oben waren wir schon und hier an der Seite steht dann einfach nochmal so ein paar technischere Daten beziehungsweise so Seriennummern und Nummern, alles mögliche. Braucht euch aber nicht zu interessieren. Uns interessiert nämlich einfach mal, was da drin ist und ich muss gestehen, ich habe schon mal ganz kurz rausgezogen, einen Micro-USB oder habe ich schon gespoilert, da muss ich nachher noch ein bisschen drüber aufregen, einen Kabel reingesteckt und kurz aufgeladen, weil er von Haus aus nicht aufgeladen ausgeliefert wird und ich ja gerne hier im Video einen ersten Test machen möchte, aber machen wir es einfach mal auf und hier kommen wir jetzt schon zur ersten Sache, die ich persönlich extrem feier und zwar den Anleitungen. Ne, Spaß, es ist diese Box hier, von wo DJI draufsteht, die haben wir ja auch bei der Phantom dabei, kommen wir gleich noch dazu, aber tatsächlich sind auch Anleitungen dabei. Einmal hier die DJI Osmo Mobile Quick Start Guide und einmal noch die Bedienungsanleitung. Braucht man nicht, eigentlich selbst erklären, meint man, aber es gibt eine schlagartige Erneuerung, zu der kommen wir aber nachher noch. Das legen wir jetzt erstmal beiseite und hier haben wir dann schon die DJI-Tasche, den DJI-Koffer, der quasi der gleiche Koffer ist, also das ist das gleiche Material wie von der Phantom 4, den ich auch sehr, sehr cool finde. Nur in schwarz und hier ist immer DJI so ein bisschen hervorgehoben und machen wir mal hier das Teil auf. Wie gesagt, wundert mich echt, weil bei dem Osmo Mobile 1 ist ja sowas auch nicht dabei und dass der dann immer noch teurer ist. Ich glaube, es sind knapp 100, 150 Euro, wo der teurer ist. Wundert mich, wie gesagt. Und dann machen wir das hier auch schon mal auf und hier steht erstmal schön eingraviert Osmo Mobile, leider nicht Osmo Mobile 2. Und wie ich es vermutet habe, er ist nicht mehr ganz Space Gray. Früher waren ja die Osmos, also der Osmo 1, war ja komplett Space, also komplett schwarz. Der ist jetzt hier eher so gräulich, aber gefällt mir auch. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die mich persönlich am meisten aufregt. Guckt mal, was für ein Kabel hier mitgeliefert wird. Ja, Kenner unter euch sehen es auch schon, wenn es unscharf ist. Es ist ein Micro-USB-Kabel und kein USB-C-Kabel. Ihr wisst ja, die neue DJI Mavic Air, die neue DJI Mavic Spark und ich glaube sogar die Phantom 4 Pro Plus, wenn ich mich nicht irre, haben USB Typ C, der ja jetzt auch im Kommen ist. Zum Beispiel übertrage ich ganz gern von der Mavic Air über den DJI Assistenten über USB-C einfach an mein MacBook Pro USB-C. Habe ich da was gespoilert, dass irgendwas mit einer Mavic Air kommt? Mal sehen. Auf jeden Fall übertrage ich verdammt gern eben die Daten, zum Beispiel jetzt eben von der Mavic per USB-C an mein MacBook. Da brauche ich keinen Adapter, nichts, einfach nur ein USB-C-Kabel. Und hier ist es das Gleiche. Hier würde ich extrem gerne den Osmo über USB-C aufladen, weil ich den auch einfach mal schnell am MacBook aufladen kann oder eben dann auch nur eine USB-C-Powerbank oder so, aber ist leider nicht, denn wir haben hier wie gesagt noch Micro-USB. Vielleicht mussten sie da ein bisschen Abstriche machen, weil eben das Teil relativ günstig ist, aber hier steht nochmal so ganz sneaky DJI eingraviert, sehr cool. Ja, ist ein ganz normales Micro-USB-Kabel. Machen wir weiter mit dem Osmo, denn das ist ja der Star der Show. Holen wir den doch direkt mal raus und es ist nichts anderes, außer der Osmo und dieses Kabel mitgeliefert.
Ich glaube, beim anderen war auch nichts anderes mitgeliefert. Aber das Geile ist einfach diese Tasche. Ich stelle mir zum Transportieren die Tasche echt extrem praktisch vor. Wie gesagt, ich liebe die auch bei der Phantom. Dieses Material ist auch einfach nicht kaputt zu kriegen. Also wenn man da irgendwie den im Rucksack hat, dann irgendwas dagegen schlägt, haut es vielleicht so eine kleine Delle rein. Aber dem Osmo passiert nichts. Wie gesagt, finde ich sehr cool, dass jetzt auch eine Tasche mitgeliefert wird. Beziehungsweise so ein Koffer. Cool, legen wir mal zur Seite. Und hier haben wir das gute Stück. Den DJI Osmo Mobile 2. Connecten wir ihn gleich mal mit meinem iPhone, denn ich habe vorhin schon so ein kleines Struggle-Problem gehabt. Ich dachte, ich probiere den ganz kurz aus, wenn er angeht. Allerdings, wenn ihr jetzt hier auf, halt zuerst das Smartphone rein. Das ist jetzt übrigens auch neu, dass ihr jetzt nicht mehr hinten das aufdrehen müsst, dass dieses Teil aufgeht. Könnt ihr jetzt einfach so aufziehen und dann euer Smartphone reinmachen. Reinpassen tun eigentlich so gut wie alle Smartphone, also von iPhone X zu iPhone SE, zum Galaxy S9, zum OnePlus 2, alles Mögliche. Ich entsperre mein iPhone mal direkt und ihr habt dieses Mal auch keine Sensoren mehr, beim anderen habt ihr ja Sensoren, das quasi nur das Teil angeht, wenn ein Smartphone drin ist. Und jetzt kommen wir zum Struggle. Beim alten DJI Osmo 1 hat man hier nämlich den Osmo an- und ausgeschalten, also lange runtergedrückt, dann ging er an und hat sich sofort ausgerichtet. Jetzt macht man das Ganze hier über den Modus bzw. An- und Aus-Knopf. Ganz kurz noch zu den Knöpfen. Hier finden wir den Gimbal, also eigentlich diesen Joystick, wo man den Gimbal dann bedient, also rechts, links, hoch, runter. Dann hier den Start- und Stopp Knopf für die Videoaufnahme und für Fotos. Ganz wichtig, der geht nur in der DJI Go App und zwar nicht in der DJI Go 4 App, die ihr ja für die Mavic zum Beispiel braucht. Nein, da gibt es nochmal eine andere App, verlinke ich euch aber auch unten in der Videobeschreibung und ist, glaube ich, auch in der Bedienungsanleitung dann im QR-Code. Hier an der Seite finden wir dann den Micro-USB-Anschluss und hier hinten finden wir das Coolste, glaube ich, vor allem, wenn man halt kein iPhone X mit einem tollen Akku hat, sondern einfach nur ein iPhone SE. Hier könnt ihr noch euer Smartphone mit aufladen über einen USB 3.0, also einfach hier Kabel reinstecken, dann da reinstecken. Und ihr habt wieder Power, also ist quasi auch eine Powerbank. Finde ich cool, so auf längeren Drehs und so weiter. Weil wir ja auch öfters mal Placements damit drehen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das Hexabot-Video, wo Ben und ich die Hexabots auf TechKids getestet haben und auf Bens Kanal, war komplett mit dem iPhone X gefilmt und dem DJI Osmo 1 damals noch. Also die Hauptkamera war ein iPhone X, ich glaube Space Gray, mit 256 GB und die Zweitkamera habe ich ja gemacht mit dem iPhone X in weiß. Also sieht man, mit Smartphones kann man eigentlich auch echt professionelle Sachen machen. Und wenn ihr jetzt nicht unbedingt das Geld habt, eine 800-Euro-Kamera zu kaufen, kauft euch einfach das hier. Das wertet euer Smartphone auf. Da könnt ihr auch coole Cinematics und so weiter mitmachen. Braucht kein Stativ mehr. Fun Fact, hier unten könnt ihr auch das Ganze auf ein Stativ schrauben. Also es gibt auch eine Panorama-Funktion und so weiter. Bis dann quasi so rum das schalten könnt und so. Also wie gesagt, wenn ihr mit eurem Smartphone filmt, bevor ihr euch irgendwie eine teure Kamera kauft, kauft euch das hier. Und dann könnt ihr immer noch was dazu kaufen. Aber wie gesagt, wer ein gutes Smartphone hat, sollte auch das nutzen und als Kamera nutzen und das kann man damit einfach verdammt aufwerten. Aber ich rede schon wieder viel zu viel. Wir starten ihn jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt hier erstmal in die DJI-App rein und drücke einmal da drauf. Dann blinkt es jetzt so grün und dann überspringen wir das. Einmal, zweimal. Und jetzt Kamera, Osmo Mobile ist schon ausgewählt. Und jetzt, ich will ihn connecten. Komme ich jetzt wieder zurück. So, jetzt. So, lange drauf bleiben. Und jetzt Osmo Mobile 2. Sucht der Bluetooth-Geräte. Kamera. Osmo Mobile 2 aktivieren. Hier kommt schon, ich hoffe, das könnt ihr alles gut sehen hier auf meinem iPhone. Weiter. Ja, aktivieren, bestätige dein Konto. Und belinkt und das Account. Ja, aktivieren. Och, super. Das kommt mir schon wieder sehr gelegen. Das Gerät wird aktiviert. Aktivierung fehlgeschlagen. Versuch es bitte erneut. Super. Also ich muss sagen, die Aktivierung ist schon wieder on point. Warum komme ich jetzt hier nicht wieder durch? Jetzt. Osmo Mobile 2 aktivieren. Nochmal. Aktivieren wir nochmal mit meinem Account. Mein Konto bestätigen. Verbindung aufgenommen. Und er blinkt. Und richtet er sich aus? Zoom tut er schon mal. Sich ausrichten tut er aber nicht. Was ist jetzt hier das Problem? Machen wir nochmal aus. Gerät im Schlafmodus, jetzt machen wir es nochmal an. Und jetzt, Bluetooth empfängt er, 82% Akku hat er. Ne, Bluetooth empfängt er wieder nicht. Hä? Connecten wir ihn. Und jetzt hat es geklappt. Ich schalte jetzt mal direkt hier auf Videoaufnahme.
Ich hoffe, dafür reicht der Speicherplatz hier runterziehen. Genau, jetzt machen wir mal direkt ein Video. Und hier seht ihr meine Kamera vor mir. Und Leute, wie smooth das schon wieder ist. Ich mache mir mal direkt so eine Wertigung nach oben. Nicer. Also ich muss schon mal sagen, die Einrichtung war ein bisschen kompliziert, muss ich sagen, weil ein Normaler hätte nicht gecheckt, dass man die DJI-App runterladen muss, um den in Betrieb zu nehmen. Hier einfach dann die DJI-App, wie gesagt, auf euer Smartphone runterladen, liegt es unter iOS und Android. Und dann habt ihr den quasi direkt connected, also von selber könnt ihr ihn leider nicht connecten, beziehungsweise ihr könnt nicht lange draufbleiben und dann richtet er sich aus, kann er erst dann, wenn er in der DJI-App ist. Und es ist schon wieder extrem smooth, ich glaube, ich habe mein iPhone so ein bisschen schräg drin, aber nice, also ihr seht hier schon direkt mein Studio so im Hintergrund, hier noch die andere Kamera. Nice Kamerafahrten kann man damit auf jeden Fall machen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Review dazu machen, das soll es jetzt hier aber von dem Video gewesen sein. Lasst gerne mal mir in den Kommentaren wissen, ob ihr vielleicht auch schon einen Osmo Mobile 2 habt oder vielleicht noch den 1er. Das soll es wie gesagt gewesen sein. Danke nochmal an die TechKids für die Bereitstellung, es wird noch ein Review dazu geben. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und natürlich ein Abo. Eine Glocke wäre auch nice, weil in letzter Zeit kommen irgendwie meine Videos nicht mehr ganz durch, was ein bisschen nervt. Aber wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao.